Hallo und herzlich willkommen zu einer der ersten Folge Let's Play, nee, Let's Show Minecraft. Ja, ich wollte euch einfach mal meine Welt zeigen. Und ja, legen wir direkt mal los. Das hier ist so ein kleiner Waldvorgarten. Da wollte ich eigentlich mal ein Baumhaus drauf bauen. Ist aber irgendwie nie dazu gekommen. Aus irgendeinem dubiosen Grund. Aber schöne Bäume, die sind schon schön gewachsen. Da hinten ist mein Höllenportal. Darauf werde ich später etwas mehr eingehen. Und oh, hier ist ein Weg. Dieser Weg, er wird kein leichter sein. Dieser Weg, er wird sehr steinig und leuchtend. Da ist mein Haupthaus quasi. Und da gehen wir doch jetzt erstmal rein. Lalala. Ich höre seltsame Geräusche. Was zum... Hä? Oh mein Gott, das ist ein Eisengolem. Ja, mein privater kleiner Eisengolem hier im Haus. Er bewacht ihn vor nicht existierenden Monstern, weil ich dauerhaft auf Peaceful spiele. Ein paar Öfen und noch mehr Öfen. Eine Wand aus Öfen. Das ist so ofig. Und eine Wand aus leuchtenden Kürbissen. Und wenn man hier hochgeht, findet man eine unvollständige Bücherei. Tja, da muss ich wohl noch dran arbeiten. Diamantenmine, Vorsicht, Absturzgefahr. Klickt auf eine Einladung. Hui! Hui! Oh! Hui! Oh! Hui! Oh! Hui! Oh! Ja, das ist mein... Naja, mehr oder weniger kleine Diamantenmine. Da ich in irgendeinem Video mal vor irgendeiner Zeit mal gesehen habe, dass man Diamanten gut finden kann auf Ebene, auf irgendeiner Ebene halt, 1 bis, nicht 1, sondern 6 bis 16 oder so. Irgendwie so war das. Hey, Redstone, cool. Und deswegen grabe ich mir endlose Tunnel durch, stoße leider aber immer wieder auf etwas Lava. Was ein bisschen ungünstig ist, aber naja, damit muss man wohl leben. Da kann man wohl nichts dran ändern. Ach ja, ignoriert übrigens die rote Zahl am linken Bildschirmrand. Die ist nur dafür da, damit ich auch sehe, dass Fraps funktioniert. Und hat nichts zu bedeuten. Und da ich mit Fraps erst anfange aufzunehmen, muss ich immer gucken, dass die Aufnahme stabil bleibt. Möglicherweise, wenn ich öfters mit Fraps aufnehmen sollte, was vorkommen könnte, da ich in nächster Zeit ein relativ großes Projekt geplant habe, werde ich da entweder ein Bild drüber packen, also mein Kanalbild, oder eben eine kleine Bambusfarm, nein, oder eben die Zahl ausblenden lassen. Aber ich würde halt gern sehen, oh, eine Burg. Das ist mein Lagerhaus, ob die Aufnahme denn überhaupt flüssig läuft. Das ist so meine Himmelsbrücke. Ich dachte, das wäre ganz cool, so eine Himmelsbrücke zu haben. Ach ja, und das hier unten übrigens. Ich kann mich über den Zaun, ist egal. Ich auch gar nicht. Das hier unten. Ich kann die Ausmaße gar nicht zeigen. Das Zelt ist nämlich riesig. Naja, mehr oder weniger riesig. Das ist noch eine Kürbisfarm. Das hier unten ist, oder soll zumindest später eine kleine Farm werden, beziehungsweise eine, na, wo Getreide und sonst Zeug hinkommt halt. Ja. Aber im Moment hatte ich da auch keine Lust für, auch was Getreide und andere Pflanzen angeht, bin ich nicht sonderlich motiviert, da irgendwas zu machen, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Das da hinten sollte mal... erst sollte es ein Hochhaus werden und dann hatte ich gedacht, es wird Hochhaus und Treppe zur Hölle gleichzeitig. Also ich baue eine Treppe bis hier hoch, die wird dann bis darunter in die Erde und dann kann man von hier oben bis ganz unten laufen. Und das ist eine Höhle. Und das ist auch eine Höhle. Unter. Und da hinten. Und da hinten. Und in dem Felsen drinnen. Da ist meine Betthöhle. Die werde ich euch aber nicht zeigen, weil das meine streng geheime Betthöhle ist. Batman! 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 So, und jetzt ist das Beste. Oh, da ist schwarz. Was ich gebaut habe bisher. Was ich finde, was zumindest das Beste ist. Ein Glaskasten mit Lava drin.
Und wenn man hier runtersteigt, ist man umringt von Lava. Und es sieht gefährlich aus. Und cool. Und gefährlich. Und cool. Und man kommt hier in eine Art Arena. Also das soll zumindest mal eine Arena werden. Hier sollen denn... Oh, eine Fackel. Hier sollen denn so Zuschauertribünen hinkommen. Ach ja, da ist mein Haus von weiter weg. Zuschauertribünen. Und hier soll denn die Arena für die Gladiatoren sein. Und das hier ist der Kampfeingangsbereich für die Gladiatoren zur Arena. Nice. Oh yeah. Und ja, das war's quasi also auch schon so gut wie. Die Himmelsbrücke wollte ich noch mit Schienen auskleiden, aber ich habe auch von den Schienensystemen keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Redstone und Beschleunigen und bla. Das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu hoch. Deswegen hatte ich da noch keine Motivation für und außerdem müssen wir auch nicht so weit Stecken zurücklegen. Und es gibt die Rennfunktion, ja. Da kann man sich gar nicht beschweren. Und da hinten ist irgendwo noch eine riesige fliegende Insel, die irgendwie ein Fehler vom System ist, weil sie eine fliegende Insel ist und die gibt es ja erst irgendwie später. Also habe ich zumindest auf Minecraft-Wiki gelesen, dass es über den Wolken eine fliegende Insel geben soll. Und ja, aber da hinten ist ein fliegender riesiger Klotzwald. Was irgendwie voll cool ist, weil ich mich dahin bauen will mit meiner Himmelsbrücke. Und dann halt die Insel entdecken will. Und ja, hier spawnen übrigens keine Monster, weil ich auf Peaceful spiele. Habe ich das schon erwähnt? Wenn nicht, dann habe ich das jetzt erwähnt. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Wow, Geronimo! Und das ist mein Höllenportal. Gehen wir doch mal rein und gucken wir, was für spannende Sachen wir da finden. Habe ich ein Schwert? Ich habe kein Schwert. Was habe ich eigentlich mit den Stone Slabs vor? Ich weiß es nicht. Sollte ich mir vielleicht ein Schwert machen? Was sagst du? Schwerter sind uncool. Richtige Machos geht ohne Schwerter auf die Welt. Ja, ja, ja. Auch in die Hölle. Ja, ja, ja. Okay. Kein Schwert! Dafür Höllen-Action. Oh Gott. Nein, ich will das... Wollte den Block da noch hinsetzen, weil ich einen weggeklickt habe gerade. Okay, der Nether. Und was besonders cool ist hier an Nether, was ich gefindet habe, nicht dieser schreiende Sand hier. Beziehungsweise ist das dieser schreiende Sand überhaupt? Ich weiß gar nicht. Kann ich hier endlich einen Baum pflanzen? Nö, geht nicht. Was ich gefunden habe, ist der. Ich sehe, wo ist es denn? Wo ist es? Lava habe ich gefunden. Habe viele Lava gefunden. Und Glowstone habe ich gefunden. Aber ich will etwas anderes finden. Was ist denn so wieder? Was ist das denn? Eine Treppe? Egal. Wird krass ignoriert, weil ich was anderes finden wollte. Okay, zurück. Vielleicht bin ich in die falsche Richtung gegangen. Es war relativ in der Nähe von dem Portal. Und da muss es ja auch irgendwo sein. Oh mein Gott, da ist ein Loch. Und hier ist ein Eingang. Und da ist ein Ausgang. Oder ein weniger Ausgang. Und da sind wir auch schon wieder. Wo war jetzt nochmal mein Scheißportal? Scheißportal! Wo bist du? Ja, ich habe übrigens die Standard-Minecraft-Texturen drin, weil ich irgendwie zu blöd bin. Texturen-Packs zu installieren. Keine Ahnung, ich mach das halt irgendwie nicht. Ist auch egal. Und zwar das da hinten, dieses schattige Gebilde. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es in der Hölle vielleicht Dungeons oder ähnliches gibt. Aber es sieht beeindruckend aus und ich will es erforschen. Mein Entdeckertrieb hat es geweckt. Das erinnert mich mehr an Terraria als an Minecraft. Das ist riesig. Kann man die Steine denn abbauen? Ja, was ist das? Netherbrick. Es ist ein Netherbrick. Alter, wollen wir da mal hingucken? Oh komm, wir gucken uns das jetzt an. Wir bauen uns mit Gravel hoch. Vier Gravelblocken. Yay. Cobblestone. For the win. Ich wollte mir das eh noch angucken.
Deswegen können wir das auch jetzt machen. Geil, ey, sowas habe ich noch nie gefunden. Ich habe schon eine andere Welt mit anderen Biomen natürlich. Und da habe ich allerhand coole Sachen gefunden. Also zwei Dörfer. Gleich zwei Dörfer in der Nähe von meinem Haus. Das ist so krass. Eins in der Wüste, eins auf so einem Flachland. Und auf dem, ja, Flachland ist schon richtig. Ich glaube, das heißt sogar Flachland, auf so einem Feld halt. Und, oh, krass. Krass, Mann. Und es sind sogar Fenster drin. Da, oh, scheiße, da wäre ich fast runter. Ist nicht dein... Ach, du Scheiße. Ah, okay, ich da runter gesegelt, dann, ach, du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Ey, fuck you, Alter. Ist das geil oder ist das geil? Ich find's geil. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das geil? Tja, sowas ist, auf jeden Fall geil. Leider geil. Es ist eine Lava. Leider Lava. Ach du Kacke, ist das krass. Ist das krass? Oh Gott, ein Lavafall. Alter. Und hier geht's runter. Geil. Und ich habe das Teil nicht mehr selbst gebaut. Das war einfach schon so da, wie es jetzt ist. Ich habe das nur so gefunden, wie es jetzt ist. Also, Herobrine hat's gebaut wahrscheinlich. Oder Apple War oder so. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sieht's geil aus. Und hier sind extrem Wege und so. Ey, voll extrem. Und hier ist alles voll extrem ausgepflastert. Ey, das ist voll extrem, Alter. Und hier ist eine Sackgasse. Mein nächstes Ziel ist es, mich hier durchzubuddeln. Alter, wie geil ist das, bitte? Also, ich werde auf jeden Fall gleich, wenn ich die Aufnahme beende, was sehr gleich sein wird, auf jeden Fall mal bei Google oder Minecraft-Wiki oder so nachgucken, ob es Dungeons oder so ein Scheiß in der Hölle überhaupt gibt, im Nether. Alter, ist das krass. Das ist so ein krasser Shit. Das ist so geil. Sowas hat nicht mal Gronkh. Tja. Gronkh hat sowas künstlich gebaut und ich hab's gefunden. Tja, ich brauche mich dafür nicht anstrengen. Ist das geil? Ist das geil? Das ist geil, wa? Und was ist da? Oh, das, da ist ja noch was. Da ist ja ein freies Feld. Da muss ich mir jetzt angucken. Ich, ob die Fein hätte, würde ich ranzumachen. Das ist nur so eine Plattform. Und dann das wirbelt da Lava rüber. Aber ist das geil? Krass. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und mal gucken, ob diese Fraps-Aufnahme überhaupt überlebt, weil ich irgendwie mit Fraps nicht klarkomme. Wenn nicht, werdet ihr niemals diese Folge zu Gesicht bekommen.